Hey ho und herzlich willkommen hier zurück zu Assassin's Creed Origins. Ja. Nein. Wir sind immer noch hier gerade in der Schlacht. Wir müssen noch den Schakal Septinus und den Skorpion Potinus besiegen. Und ja, es ist leichter gesagt als getan. Also das ist eindeutig leichter gesagt als getan. Und Boden, ihr herzlosen Bastarde! Weiter, Männer! Wir werden siegreich sein! So. Flieht, solange ihr noch könnt! Wo ist er? Na komm. Wo bist du? Oh. Hi. Begrüße Jugurtha. Sie möchte gerne deine Bekanntschaft machen. Okay. Potinus, bald gehst du in die Duat ein. Sei bereit. Komm, Jugurtha. Angriff. Hehehe. Scheiße. Die Götter haben mich mit eurer Vernichtung beauftragt. Du bist nur eine Mücke in unserem großen Plan. Oh. Oh, wie sehr ich wünschte, du könntest dich von hier oben sehen, Bayek. Ah, zack. Zack, zack. Du kannst dich immer noch retten. Beende zack, diesen zack, Kampf. Zack, zack, zack. Ja, ich beende ihn auch mit deinem Tod. Mit deinem fucking Tod beende ich es. Deine Rolle in diesem aberwitzigen Orden ist beendet, Potinus. Triff deinen Richter. Sie sind zu weit gegangen in Siva. Ich wusste es. Aber ich wollte unbedingt Frieden für Ägypten. Dein Frieden lässt viele darben. Das ist unvermeidlich. In jeder guten Regentschaft. Bitte verzeih mir, Bayek von Siva. Der Fährmann kann bezahlt werden. Nun kann ich meinem Ruhm folgen. Es gibt keinen Ruhm mehr in Ägypten. Genau. Genau das. Es gibt keinen Ruhm mehr in Ägypten. Der miese Eunuch ist nicht mehr. Gut. Die Späher haben Septimius gefunden. Er ist in dem Dorf vor uns. Ich lenke seine Männer ab, während du ihn jagst. Wir müssen wissen, was er plant. Sollten eure Spione es nicht schon wissen? Auch die haben Grenzen. Doch sie sagen, Aya ist dem Pharao auf den Fersen. Also sind sie nicht ganz nutzlos. Dann ist Ptolemäus bereits gefangen. Ich erledige den Rest. Mhm. Xeno nicht verfügbar. Oh. Das heißt ja eigentlich, wir gehen dem Ende langsam entgegen, ne? Wenn selbst Xeno nicht mehr verfügbar ist. Zack. Schnell mal. Das Nervige ist, ich habe keine Dingspfeile mehr. Das heißt, eigentlich müsste ich mal mein Dingsbogen hier, mein Raubtierbogen gegen Kriegsbogen austauschen.
Sepulchrum! Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Na, komm. Komm ich hier irgendwie hier rüber? Nee. Wo ist denn hier der werte Eingang? Wo ist denn hier der Eingang, Leute? Ich suche den werten Eingang. Mei, mei, mei. Machen wir es halt so. Wuhu! Na, komm mal her. Ah, da kommt der Naja endlich. Bald wirst du deine Götter treffen. Bajek von Siva. Endlich der Kampf. Bist du bereit für dein Ende? Sei du bereit für deinen Richter. Du findest dich bald in der Duat wieder. War das dein ganzer Zorn, Medjay? Kein Wunder, dass es so leicht war, euer Land zu erobern. Rede nur, du Hund! Du wirst meinen Zorn kennenlernen! Jetzt wirst du sterben! Oh oh. Und cool. Zack. Oh. Entweder er hat sich gerade verbuggt. Was ich eher nicht glaube. Oder der wollte einfach mal so freundlich sein. Erwarte deinen Richtspruch, Septimius. Triff deine Götter. Der mit seinen Scheißkugeln. Lass die jämmerlichen Versuche zu kämpfen. Aua. Ergib dich. Ich erzähle, du starbst als Held, nicht als Verräter. Bleib unten. Nein, will ich aber nicht. Das nennst du Angriff? Ich werde dir das Herz herausreißen und es an die Krokodile verfüttern. So, stirb. Ah, stirb jetzt endlich. Tod bestätigen. Oh, Gott sei es gedankt. Die nächsten beiden weg. Hast du mich vermisst? Hast du mich vermisst? Wie die Katze! Septimius ist Römer. Wir behandeln ihn nach römischem Recht. Er tötete meinen Sohn! Oh Mann. Ah, die Krokodile durften ihn fressen. Okay. Oh nein. Der Pharao ist tot! Aua! Uncool. Echt uncool. Dafür, was wir für euch alles getan haben.
Unglaublich, echt. Alles, was wir getan haben. Es ist doch nicht ernsthaft jetzt so, ne? Meine Herren. Wir haben so vieles für Caesar und Kleopatra und so gemacht. Und wir werden behandelt wie ein Hund. Geht ja gar nicht hier. Zwei Alles, Wochen später. Wofür wir so lange gearbeitet haben, gehört nun uns. Wir haben unsere Feinde bezwungen. Nur wir können Ägypten in eine neue Ära des Wohlstands führen. Ist das nicht der Stab von Alexander der Großen? Was er im Grab hatte? Warte mal, der... Das geht... Das ist doch nicht ernsthaft jetzt. Er ist der... Ist der, der... Gott. Er gehört zum Orden und... Was ist... Er ist der Einzige, der in dem Sinne überlebt hat. Verstehen brauche ich, muss ich das jetzt nicht, ne? Dass Kleopatra gerade den am Leben ließ. Am gleichen Tag Alexandria gut besuchter Bezirk. Stehst du nun auf Septimius' Seite und wir werden aus dem Palast verbannt? Ich verurteile nicht das Gift in euren Augen, aber hört einen Moment zu. Sprich, schnell, sonst bist du am falschen Ende meiner Klinge. Eure Dienste werden nicht länger benötigt. Kleopatra hat euch mit Gold entlohnt. Es tut mir leid, Aya. Leid? Sie verdammt uns alles! Wir gaben ihr die Krone und sie steht neben ihm? Wo bleibt unsere Gerechtigkeit? Septimius sollte in Rom gerichtet werden. Schützt Caesar etwa den Orden? Ein Kompromiss, um Kleopatra zur Königin zu machen. Der Mörder unseres Sohnes ist dein Verbündeter? Wir werden alles tun, um ihn zu töten. Ist das klar? Caesar gibt euch die Schuld an Ptolemäus Tod. Ein Pharao, ein Gottbajek, das kann ich nicht ändern. Ich scheiß drauf, was Caesar denkt. Aber Kleopatra und ich hatten eine Abmachung. Gib mir Zeit, Aya. Ich werde die Wogen glätten. Bis dahin bitte ich euch, seid vorsichtig. Nicht alles ist, wie es scheint. Na! No! Verräter! Ja. Aber hallo, das kann man laut sagen. Ich meine mal, Kleopatra will... Er wollte, dass wir mit all meinen ihren Worten Bruder töten. Habe ich nichts mehr zu sagen. Kleopatra ist von Rom vergiftet und wir von ihrem Verrat. Wir werden mit Ägypten brennen. Der Orden ist nun stärker. Sie haben Rom. Moment. Ich lag falsch. Ich trage die Verantwortung. Als mein Junge starb, schlug ich zurück voller Wut und Zorn. Doch das machte sie nur stärker. Wir sind alle verschieden. Doch wir kämpften gemeinsam, damit Kleopatra auf den Thron kam. Das war ein Fehler, meine Freunde. Doch er hat uns näher zusammengebracht. Nun verstecken sich unsere Feinde hinter Kronen. Arbeiten im Schatten von Königen und Königinnen. Doch wer arbeitet im Schatten für das Volk? Das sind wir. Etwas entstand aus alledem. Und es beginnt jetzt. Wir müssen weiterkämpfen und den freien Willen des Volkes verteidigen. Und wie klein sie auch sein mag.
Unsere Bruderschaft ist die einzige Hoffnung. Und unser Königreich braucht keine Krone. Woran wir glauben, unsere Werte, unser Credo, wird uns vereinen. Ich verspreche allen Söhnen Ägyptens, der Vater zu sein, der ich an jenem Tag nicht war, in Siwa. Auf die Bruderschaft! Die Bruderschaft! Du hattest recht. Ich vertraute auf die falsche Göttin. Eine Frage bleibt aber noch offen. Septimius. Er nahm Alexanders Stab. Wieso? Oh ja. Er und Flavius hatten großes Interesse an Alexanders Grab. Dort fangen wir an. Oh mein Gott. Das ist der Zeitpunkt, Leute. Das ist der Zeitpunkt, wo im Grunde es beginnt, weißt du? Dieser Zeitpunkt eben, wo er diese Rede gehalten hat, das ist der Zeitpunkt, wo die Bruderschaft der Assassinen gegründet wurden. Das ist der Zeitpunkt gewesen. Er ist sozusagen der Gründer, also Bayek ist sozusagen der Gründer der Assassinen, also des Assassinenordens. Na, Orden kann man nicht sagen, der Assassinenbruderschaft. Sämtliche Assassin's Creed Spiele berufen sich, also sämtliche Assassinenbruderschaften in sämtlichen Assassin's Creed Spielen bezieht sich auf diesen einen Augenblick. Wenn ihr mal bedenkt, er ist sozusagen der erste Assassin der Bruderschaft. Ich werde Kleopatra vernichten für das, was sie getan hat. Konzentrieren wir uns auf unser Vorhaben. Was ist übrig, Bayek? Nenn mir eine Sache, die uns noch bleibt. Siwa. Der Rest unseres Landes. Wir dürfen nicht aufgeben, Arya. Wir suchen immer noch Hemus Mörder. Warum? Oh Gott. Ja, wir werden nicht aufgeben. Die Kamera hat sich gerade ein bisschen festgefahren, glaube ich. Es ist zu lange her, dass wir für mehr als ein paar Tage zusammen waren. Ja. Moment. Irgendwas stimmt da mit der Kamera nicht. Die Kamera hat sich total festgefahren gerade. Gameplay. Fotomodus an. Steuerung. Kamera. Das ist die Karte. Kamerasteuerung. Also irgendwas. Ah ja. Er ist nicht einfach, der Weg, dem wir folgen. Aber nur, wenn du die Tage zählst und nicht die Ziele. Wachen voraus! Noch ein Stapel Leichen verdeutlicht unseren Standpunkt. Was war's? Ich werde jetzt... Ich muss nach da, okay, ich werde jetzt da oben mich einfach hinhauen. Denn ich kann ja jetzt Gott sei Dank wieder auf die Karte zugreifen. Eigentlich wollte ich schon längst aufgehört haben mit den ganzen Aufnahmen, nur konnte ich vorher den ganzen Spaß nicht dingsen. Hier. Ja, nicht hier die Punkte hier machen, ne? Den Aussichtsplattform benutzen. Deswegen würde ich sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Ich bin geflasht. Ich bin wirklich geflasht, weil
darauf war ich jetzt nicht gefasst, dass Kleopatra uns in dem Sinne, ja, hintergeht, weil in dem Sinne ist das so, dass wir ja eigentlich wirklich komplett alles getan haben, damit sie auf den Thron kommt, und das ist schon hart. Aber naja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Und dann würde ich sagen, war's das für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und tschüss, ciao, euer Magi alias Assassin Lovskisan.